herzlich willkommen, liebe Freunde. Grüezi, grüß Gott und guten Tag, moin moin, zu einer neuen Folge. In der unheimlichen Mine habe ich das Gefühl. Jetzt ist es so, dass wir ja hier stehen geblieben sind, wo hier eine Mumie da so lustig rumwirkt. Ich mache nämlich Folgendes. Ich versuche mal mitten die Waffe zu ziehen und dann die Mumie nochmal fertig zu machen. Ja, es ist eine sehr hakelige Geschichte hier, weil das ist ja... Okay, die hat mir auch noch ein bisschen Energie. Okay, den Stachel habe ich noch im Fluge ziehen können. Hakelig natürlich. Speichern, essen, trinken. Ja, und wie sagt der Bayer, will mich meine Ohrweiche nicht deichen, nachher ja noch eine Mumie. Mal gucken, wo die ist. Ich sehe bis jetzt noch keine, aber was ist denn das für eine unheimliche Mine? Die geht ja in die ewigen Abgründe. Nicht Abgründe, Abgründe. Und was haben wir da? Ach, da haben wir wieder so einen untoten Elite-Krieger. Kommt der wenigstens hoch? Nee, ich dachte schon. Tja, mal gucken, wie ich den hinkriegen könnte, weil es eventuell doch noch ein bisschen seine Tänzchen da unten macht. Untoter Elite-Krieger. Der bleibt einfach untot. Ja, ich habe natürlich jetzt nochmal abgespeichert, weil ich etwas ganz Waghalsiges vorhabe. Und zwar werde ich mal hier gegen den Balken... Nein, du sollst springen, ne? Okay, gegen diesen Balken springen, wenn es geht. Genau, richtig. Mal gucken. Nee, der ist nicht mal da. Das ist doof, dass der jetzt weg ist. Muss ich überlegen, wie springe ich nochmal hier rum? Ja, das klappt nochmal. Werde ich mal ganz easy mal hier runter gehen. Hier erwartet mich nichts. Oh, oh. Ja, wenn man hier so rumkräuchelt und fleuchelt. Ach, eine Lore. Hammer, Salzstein, noch ein Salzstein. Säge, richtig. So, und bei der Lore ist nichts. Hier ist dann wieder eine Leiter. Und so wie ich das wieder mitgekriegt habe, dürfte da unten was sein. Ach, vielleicht ist er da schon. Nee, da ist er nicht. Jedenfalls nicht offensichtlich. Ich speichere nochmal. Mal gucken. Ah, da ist wieder was. Da ist wieder etwas. Na, dann ziehen wir nochmal gleich die Waffe. Versuchen, das verfluchte Skelett zu verfluchen. Unserem Säbel nicht fort. Ah, okay. Im freien Fall. So, jetzt haben wir hier wieder eine Leiter. Auch da gilt es wieder abzuspeichern. Wie tief geht das? So was. Da fliegt er noch. Der fliegt da ganz langsam runter. Ist das irre, ist das irre. Oh, weia. Und was hält uns hier noch auf? Nichts. Ah, ich höre wieder Gewürge. Das heißt, hier wäre er. Oh, da ist er. Okay, da müssen wir uns wieder gut vorbereiten. Trotzdem nochmal einen Versuch machen. Umdrehen. Leiter ergreifen. Waffe ziehen. So, ein bisschen mehr bewegen und nicht runterfallen. Wie eben. Komm. Hartnäckige Mumien. Okay, gibt zwei Händler gestärkt. Und wo haben wir den Elite-Krieger? Haben wir hier. So, hier haben wir... Was sind das für eine Mechanik? Ja, wie cool. Gibt wieder eine Mechanik. Eine Winde. Wo muss ich die auslösen? Muss ich die überhaupt auslösen, frage ich. Gibt es eine Truhe? Mhm. Dann werde ich mal wieder hier mein Zettelchen nehmen. Und mein Stiftchen und dann... Okay, dann wissen wir schon, was es ist. Oh, das ging ja fix. 200 Goldstücke für nur 5 Kombinationsstellen. Ja, was mache ich mit der Winde? Da wird wahrscheinlich, weil es hier nicht mehr runtergeht, eine Leiter runtergeht,
Das ist so weit entfernt. Okay, machen wir mal einen langsamen Schritt. Was passiert jetzt? Das funktioniert leider nicht. Oder ist es die falsche Seite? An die Seite komme ich nicht ran. Hä? Merkwürdig. Oder? Ich sehe... Seht man was hochgehen? Nee, nichts hochgehen. Das ist jetzt echt dull. Ach, sorry, Leute. Jetzt wird es echt übelst. Ja, jetzt wird es wirklich geräumig hier. Oh. Ich dachte, ich komme jetzt nur noch mit den Winden hoch. Wahrscheinlich muss ich die erste Winde unten stopp mal, speichern. Andrehen. Ich glaube, ich muss die Winde... Du sollst wieder hochgehen. Ich glaube, ich muss die Winde... Die erste Winde ist wohl bestimmt die ganz zu unterster Seite ist. So, jetzt muss ich zusehen, dass ich ihm nicht so direkt ins... Oh. Okay. Okay, noch geschafft. Ach, das war kein Giftsklett. Nein, Glück. 20 Goldbrocken, Elixier des Geistes. Das habe ich ja jetzt nicht gestohlen. Das kann ich jetzt ruhig schlucken. Ach, Leute, und dann gleichzeitig noch was essen. So, ein bisschen mehr Mana. Ein bisschen was gegessen. Und jetzt speichern wir mal ab. So abgespeichert ist. Gucken wir mal, was hier noch ist. Alter, es ist auch ziemlich brandgefährlich hier. Wenn man hier einen falschen Schritt macht, stürzt man in die Tiefe. So. Oh, da ist einer. Da ist einer und bleibt sogar hängen. Das ist nur gut für uns. Los, komm. Okay, dann haben wir da hinten noch eine Mami. Oh, und da springt dann gleichzeitig noch ein anderer da rum. Guck, vielleicht treffe ich die Mumie auch. Ah, die braucht ein bisschen länger. Was soll's, dann speichere ich nochmal ab. Und unser Blick geht auf eine Hütte. Mhm. Ah, das gucken wir uns mal später an. Nein! Oh. Okay, wieder so eine Giftmumie hier. Oh, ist da jemand drin? Ich futter mich mal voll. So, dann gucken wir mal, ob jemand zu Hause ist. Okay, dann folgendes. Versuche mal einen rauszuholen. Der andere soll mal stumpf gegen die Holzwand laufen. Aha. Okay. Hallo, hier bin ich. Einer ist schon hin. Okay, der andere, der war am Warten. So, nehmen wir mal nicht viel. Speichern noch mal eine Runde. Wir machen das Ganze genauso. Hoffentlich. Also. Hat mich natürlich wieder was gekostet. Aber dafür hat es hier viele Tränke, glaube ich. Vielleicht sollte ich doch mal gucken, wie spät wir es haben. Und zwar hier. Das ist mitten in der Dingsbums. In der... Am Tag, in der Mittagszeit. Dann machen wir folgendes, dann schlafen wir ein bisschen. Und zwar bis mittags, bis 17 Uhr schlafen. Okay, bis 17 Uhr.
Hallo? Ja. Und irgendwas hat jetzt noch geschrien. Warum? Wissen wir auch nicht. Okay, dann haben wir hier noch ein paar Elixier der Heilung. Ein bisschen Mana-Elixier hat sich das auch ein bisschen gelohnt. Sack mit Kartoffeln. Ein Fass mit Salz. Hier muss doch irgendwie mal jemand gewesen sein vorher. Er wurde verzaubert. Man weiß es nicht. Ja, okay. Jetzt nicht weiter. Hier, das ist zu hoch, um da irgendwie hochklettern zu können. Jetzt reorientieren wir uns weiter. Und zwar speichern wir erstmal hier. Okay. Ist nischt. Bis jetzt noch nischt. Also Leute, das ist echt irre hier. Riesenkomplex. So. Ja, auf jeden Fall wieder irgendwas googeln. Von so alten Spielen mit so Mechanik drin und ach, da unten gleich. Okay. Speichere ich mal lieber. Wie schon gesagt, von so alten Spielen kenne ich das. Wenn es irgendwo auf der einen Seite mit Leitern runtergeht, jetzt habt ihr irgendwelche Problemchen oder was. Und es geht mechanisch wieder hoch, wie zum Beispiel bei Winden. So, warte mal, gucken wir mal. Ja, was willst du denn? Der will nichts. Okay. Okay. Ja, so kenne ich das von uralten Spielen. Großer Lederbeutel. Man könnte jetzt mal gucken, aber ich glaube nicht, dass die Winde was tut. Die Oberste schon nichts getan hat. Dann wird die auch nichts tun. Genau, das müsste also so meine Vorstellung sein, dass das so ist, wie es ist. Jetzt geht es entweder hier rum oder darum. Da müssen wir rüberspringen. Ach, ich kann mich gar nicht entscheiden. Gucken wir uns das mal. Oh, hier ist noch was. Spitzhacke. Gucken wir uns das mal aus der Nähe an. Wo geht's da hinten lang? Das sieht aus, wie als könnte man da nicht weiter. Es sei denn, es ist irgendwo noch so eine Seitenhöhle. Oder machen wir mal einen auf Van Halen. Komm an. Ich will da nicht mit dir runterfallen. Okay. Das war auch wieder eine Giftmumie. Kein Wunder. Das ist mir wieder... Oh, und wieder so ein Krieger hier am Ende, ne? Ja, und guter Elite-Krieger. Was haben wir denn noch? Verfluchtes Skelett, Mumie. Also da erwartet uns auch sehr, sehr viel. Müssen wir nochmal gucken, ob wir das mal abspeichern. Dann... Ja, dann versuche ich mal eine andere Strategie. Ich lade mal wieder mein Feuerpfeil ein. Esse aber vorher noch so einen schwarzen Erzstein. Und da ja beide ankommen. Los, komm. Krieg ich den Elite-Krieger als erstes kaputt. Genau, richtig. Dann hole ich ganz gemütlich mein Schwert raus und kann dann das verfluchte Skelett. Ja, so klappt's. So wird ein Schuh draus. So, da kommt ja schon wieder eine Mumie. Hier gibt es Dunkelpilze. Ach ja, und da hinten sind noch mehr so von diesen Elite des Kriegers da. Das wird auch wieder schwierig werden. Aufpassen, dass wir... Ach, shit. Im Ring wieder mal geschludert. Oh, Glück gehabt. Und da, so wie es aussieht, haben wir hier Goldbrocken, ne? Wetten? Ja, Goldklumpen. Super, dann holen wir uns mal die Pilze hier. Und das ist noch ein Silberklumpen. Dunkelpilze. Und was gibt's sonst noch hier in der Nähe? Gibt's hier nichts. Da ist nichts zu holen. Gelootet.
Da hinten gibt es noch untote Elite-Krieger. Dann will ich erstmal die hier im Off-looten, die Teile. Und versuchen wir mal was anderes. Und zwar die Eiswelle. Okay, los, komm. Das könnte klappen, so wie das aussieht. Weil die teilen ja gut aus, aber einstecken können die nichts, die Elite-Krieger. Das war's doch schon. Und ein paar Eiswellen habe ich noch. Das ist gut. So, bevor ich da hinten hin... Moment mal. Ich gehe erstmal hier durch. War hier noch was am Liegen? Ja, hier. Alter, zwei Hände. Und ein bisschen Pilz. Also ich denke mal, hier ist nichts mehr. Genau, so wie ich es von Weitem gesehen habe, ist hier nichts. Hier kann man nur was noch abschürfen. Goldklumpen, ein Feldknöterich. Das mache ich im Ofen, dann gehe ich wieder zurück zur Brücke, nicht wahr? Okay, okay, bis dann. Was sag ich denn da? Hier ist der Schatz, ne? Da war doch was, oder? Gucken wir mal. Mine der Verfluchten. Ich habe eine Schatzkarte bei den Assassinenhändler am Markt erworben. Zeigt mir den Eingang einer Mine, die zwischen Uga und Amana liegt. Das dürfte... Ja, das ist so. Wir hatten ja den Wegweiser gehabt. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier für einen Schatz hier heben können. Das ist ja cool. Boom. Lederbeutel. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Quest, die Mine der Verfluchten. Steintafel des Zweihandkampfes. Ja, ein sehr großer Lederbeutel. Gucken wir uns das auch mal gleich an. Ja, hier habe ich ein paar Lederbeutel, die ich noch nicht geöffnet hatte. Was ist denn das? Sack mit Kartoffeln. Ach, das hatten wir in der letzten Folge gehabt. Salzfass. So, Steintafeln kann ich eh nicht lesen. Ah, das war hier sehr viel Gold. Wow. Okay, und 5 Geld. Ja, das waren die Erzbrocken. Irgendwelche weiteren Lederbeutel. Nein, aber es gab ja einen Eintrag in unserer Schatzsuche in der West. Nee, das war jetzt falsch. Und zwar, ja, ich weiß warum, weil wir nämlich den Schatz gefunden haben. Okay, bis dahin werde ich nochmal die anderen Sachen hier looten. Also, ach, hier gibt es noch mehr. Goldener Kelch, goldener Teller, wo kommt ihr denn her? Wieso blitzt ihr nicht im Dunkeln? So, da werde ich mal genau ab hier wieder weiter im Off looten, Klumpen. Graben und dann sehen wir uns weiter. Jawohl, wieder an der Brücke angekommen. Es ist 21.41 Uhr. Jetzt kann ich mir auch wieder lustigerweise eine Rüstung anziehen, die mich ein bisschen besser schützt und rüberspringen. Und ich höre auch wieder mal ein paar untote Gefiechers. Okay, jetzt gucken, wo geht's weiter. Hier geht's weiter. Sehr schön. Ah, da ist schon einer gleich. Unten auf mich am Warten. Speichern lieber mal. Ja, da torkelt er noch rum. Obwohl, na, ich mach's. Ich versuch's mal hier. So ist das. Okay. Ah, ja. Da liegt eine. Da ist eine. Knöchelchen. So, da unten ist wieder nichts. Herrlich, herrlich, herrlich. Alter, Zweihänder geschärft. War hier was? Nö. Aber ich schätze mal, dass hier was sein wird. Okay. Ach, das ist eine Mumie. Ah, die kann aber auch gut auskrallen. Okay. So, Mumie ist jetzt auch weg. Dann gucken wir mal weiter, wo es hier weiter runter geht. Oh, stopp. Wen haben wir denn da? Ja, okay. Das war jetzt ein Selbstmörder. Sie sind totgesprungen. Ach, da unten sind wieder Golems. Gucken. Ah ja, okay, da ist wieder einer. Speichern lieber. Dann gucken wir mal. Ah, okay, man könnte ihn sozusagen auch wieder im Sprung nehmen.
Er hat irgendwie was im Holzbalken gefunden. Weiß ich nicht was, aber er war nicht an mir interessiert. Schön. Gehen wir mal zur nächsten Etage. Weiß nichts. Kommen wir irgendwie in den Grund runter. Bin mal gespannt, wo wir dann sind. Oder wo wir uns dann befinden. Wie viele Meter sind das? Kann mir das jemand sagen? Kann man nur abschätzen, ne? Maßstabsgetreu mäßig. Ne? Gucken, immer gucken. Ja, okay. Da ist niemand. Wahrscheinlich in der nächsten Etage. Ach, apropos Etage. Jetzt hat es ja aufgehört mit diesen Winden und Mühlen und sowas. Hab ich jetzt vergessen? Ich gehe aber jetzt nicht mehr da hoch, weil ich da irgendwie noch keinen Sinn sehen sollte, die auszulösen. Ah, alles klar, wunderbar, schön, schön. Ich habe eine Eiswelle im Anschlag, aber ich weiß nicht, ob die hier schon wirkt oder ob die nach unten wirkt. Glaube nicht, ne? Nee, glaube ich nicht. Die ist bestimmt nur zweidimensional. Ja, machen wir wieder den heiligen Heinz mit dem schwarzen Erz. Und machen wir gleich hier den Sturz nach unten. Nehmen den untoten Elite-Krieger aufs Korn und das verfluchte Skelett. Und haben somit keine Schmerzen bekommen. Bloß die hier. Untote Schmerzen mit. Da ist nicht zu holen. Okay, auch das haben wir erledigt. Ja, jetzt kommen wir hier schon so langsam auf den Boden der Tatsachen und schon kommen auch die ganzen Eisgolems auf uns. Mann, nein. Naja, auf jeden Fall erstmal die richtige Beknüppelung auswählen. Na, wo haben wir denn hier? Und die richtige Rüstung. Tolle Nummer. Aber wie viel sind das? Das ist so ein Flanging-Effekt. Zwei Stück sind. Und noch ein. Oh. Und noch ein. Oh nee. Das macht überhaupt gar keinen Spaß jetzt. Da sind so viele. Kriegen das jetzt hin? Doch, Spaß macht es natürlich. Logisch. Nur wo ist denn jetzt hier. Wie krieg ich das bloß hin? Ist da irgendwo so ein Weg? Alter, was ein Getrampel. Da unten ist ja noch mehr Zeugs. Muss ich überlegen und mein Inventar mal kontrollieren. Ja, was passiert, wenn ich jetzt einen Feuerregen, meinen allerletzten Feuerregen hier regnen lassen sollte? Wo komme ich denn da wieder weg? Ja, da hinten ist ein Punkt. Ja, ich versuche es jetzt mal so vielleicht. Gibt es ja was? Ja, das ist auch schön. Ich meine, was willst du denn machen? Zwei untote Elite-Krieger und dann hier noch so zwei so von diesen. Gehen die denn kaputt? Ja, die gehen sogar kaputt. War mein letzter Feuerregen übrigens. Aber die, diese Steingolem. Mal gucken, ob die irgendwie was abgekriegt haben. Ich kann sie nicht an. Moment, kann ich hier irgendwas machen? Ah, hier. Ah, wird alles anders angezeigt. Moment. Ich gehe mal hier erstmal hier auf diese Leiter. Also geht ja nicht. Gehen und gucken. Okay, die beiden untoten Heinis sind hin. Ja, die warten, bis ich komme hier, wa? Golem-Schutzkleidung hab ich, also. Ja, wunderbar. Kaputt ich bin. Soll ich mal zusehen, ob ich hier irgendwie wegrenne? Nee, das kann ich nicht. Okay, nächster Versuch. Ich nehme mal, wo ist die Leiter? Gut, ich nehme mal Unwetter. Prasselt's ja da eigentlich ab, wo es prasseln sollte. Und dann gehen wir mal. Hallo, nimm die Leiter, schnell! So, dann gehen wir mal ein bisschen runter.
gucken, ob die erwischt werden hier vom Unwetter. Ja, werden sie. Und nur noch die beiden Golems sind aktiv. Das heißt, erstmal speichern. Dann den Zeitlupenstab nehmen. Waffe ziehen und einfach mal gucken, wo wir landen. So, komm, 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 komm. Wieso? Ja, und dann lande ich in Zeitlupe unten. Ja, 1, 2, 3, check. Ja, jetzt bin ich da. 5478, 305 Milliarden Zapfversuch. Ich weiß es nicht. Ja. Jetzt gehen wir da. Nein, du sollst doch dich hinstellen und. Das mal hier. Oh. Das ist gut. Die sind zum Beispiel hier hängen geblieben. Ich kann nur hoffen, dass. Ja, kommt keiner mehr. Oh. Das sieht gut aus. Es könnte klappen. Es hat geklappt. Meine Fresse nochmal. Entschuldige die harte Wortwahl, aber ich habe jetzt am nächsten Tag weitergemacht. Und, ja, ich bin immer noch so ein bisschen benommen von den Ereignissen, die uns so zugetragen werden. Und da werde ich dann später mal drauf eingehen. Nicht zu holen. Und, ja, ich glaube, ich muss mal aufhören. Ich weiß jetzt echt nicht gesagt, wie viel ich jetzt zu viel oder zu wenig gemacht habe. Das werde ich erst im Schnitt sehen. Ich bedanke mich für euer Zusehen. Gebt einen Daumen, schreibt einen Kommentar und bis zum nächsten Mal. Tschüss.